Hallo, ich bin Sandra Hochhuber und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Selbstvertrauen, Selbstwertschätzung und Eigenliebe. Heute geht es um das Thema Ja sagen. Und zwar Ja sagen zu dir. Ich hatte es schon mal angeschnitten mit einem Nein sagen zu den anderen. Und zu diesem Ja sagen zu sich selbst gehört ja noch viel mehr als dieses Nein sagen zu anderen. Wenn du mal so ein bisschen in dich gehst, Ja sagen. Ja sagen zu dir. Das ist in der Tiefe ein Annehmen deiner selbst mit allen Facetten und eben auch mit deinen Schatten. Und es gibt ja ganz viele, die sich als Lichtarbeiter sehen. Und ich sage dann manchmal, ich bin Schattenarbeiter. Weil deinen Schatten und den gibt es. Ich sag's dir, wie es ist. Den gibt es. Der ist ein Teil von dir. Und wann immer wir einen Teil von uns nicht so nicht nehmen, also nicht annehmen, nicht als Teil von uns sehen, dann gehen wir weg von dem. Dann steht der quasi so neben uns und weiß nicht mehr recht, wo er hingehört. Und es geht ja darum, alles mit reinzunehmen. Und wenn ich es reingenommen habe, habe ich vielleicht irgendwann mal die Chance, das zu verändern, wenn es mir so ganz und gar nicht gefällt. Und zuallererst muss ich den nehmen und auch so lassen, wie er ist, fürs Erste. Und wenn alle über bedingungslose Liebe sprechen, dann gilt die oft nur für so bestimmte Anteile. Und ich glaube, dieser Weg dahin wäre ein ganz guter Anfang. Weil wenn ich da mich selbst in all meinen Facetten, mit meinen Ängsten, mit meinen Ich mit meinem Neid, mit meiner Trauer, mit allem mich nehme, mit dem, was mich ausmacht. Erst dann habe ich die Möglichkeit, mich selbst so kennenzulernen und dann authentisch zu sein. Und das, glaube ich, ist ja die, sagen wir mal, wahre Erleuchtung. Wenn du authentisch bist mit allem, was da ist. Nicht nur mit dem Puderzucker oder Schokoguss, sondern wirklich mit dem, was im Argen liegt. An den Tagen, an denen dir ja, nichts zu gelingen scheint, da an den Tagen dich nehmen. Und wenn du dir vorstellst, was für eine hohe, ja, was für eine Qualität das für dein Leben hat, dieses komplette Ja zu dir. Und sagen, ja, das bin ich und das bin ich auch und das bin ich auch. Und mit diesem Gemeinsamen dann in dir
dann hast du den Schatten als einen Teil von dir akzeptiert. Und eben auf so einer ganz tiefen Ebene richtig angenommen. Nicht nur so, naja, der ist halt da. Mir fehlt da so ein bisschen das Wort. Ich glaube, da gibt es im Deutschen kein Wort für das, was ich so ausdrücken will. Also dieses Versuchen, das liebevoll anzunehmen. Ich finde das manchmal ganz schön herausfordernd. Und gleichzeitig schafft es in mir eine totale Ruhe. Und ich habe ganz lang versucht, so das totale Licht zu sein und auf einer Wolke zu schweben. Und das geht nicht. Und mir ist es so gegangen, wie es da, glaube ich, echt ganz vielen geht. Wenn man diesen eigenen Schatten nicht so anguckt, dann begegnen einem Menschen, die sowas von ihren Schatten dabei haben und dir diesen deinen Schatten ja echt auch irgendwo zeigen. Jedenfalls glaube ich, dass es der sehr viel gesündere Weg ist, die eigenen Schatten zu nehmen. Und dieses Stück für Stück so ganz werden. Wenn du dir das mal anguckst bei einem kleinen Kind, das noch die allermeisten Anteile von sich so verinnerlicht hat, das findet alles an sich gut. Alles. Wenn das zur Toilette geht, dann erzählt das jedem davon. Und ist da total im Reinen damit. Überleg dir mal, ein Erwachsener würde zur Toilette gehen und danach jedem davon erzählen. Und die ganzen Anteile in dir, auch mit so einem, ja, mit so was Abenteuerlichem, das ist nämlich ganz schön abenteuerlich, sich dem anzunehmen, dem zu stellen und das einfach mal so zu nehmen. Und ich hoffe, dass du dich gern auf dieses Abenteuer einlässt. Wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann melde dich noch gerne über meine Homepage www.naturheilpraxis-hochhuber.de und da sind auch die Kontaktdaten, also du kannst mich dann sehr gerne anrufen und wir machen einen Termin, wenn du Lust hast, dass dein Leben echt eine gute Richtung nimmt. Ich würde mich freuen, dich zu sehen. Eine schöne Zeit. Bis bald.